Halbfinale, Spiel Nummer 2 zwischen den Adler Mannheim und dem Mountfield HK. Und HK steht für Raditz Kralove. Und damit herzlich willkommen. Wir führen in diesem Halbfinale mit 2 zu 0. Und heute also können die Adler Mannheim den Sprung ins Finale schaffen. Da müssen wir aber zuerst einmal gewinnen. Oben rechts das Gesamtergebnis eingeblendet. Und Topscorer Marcel Gotsch von den Adler Mannheim hier am Bullypunkt. Und das wird heute eine ausschlaggebende Partie werden. Schaffen es die Adler Mannheim. Und wir haben schon lange nicht mehr gespielt in meiner virtuellen Champions Hockey League ins Finale einzuziehen. Das wird nicht einfach gegen Mountfield. Dieses 2 zu 0 war hart erkämpft in der Champions Hockey League im Hinspiel. Denn die machen hier, und das ist, so hat man es erwartet, richtig viel Druck. Aber die erste Strafzeit. Die Auslosung der Champions Hockey League für die Saison 2021 war bereits. Und alle 32 Mannschaften wurden ausgelost. Und die erste Runde beginnt am 6. und 7. Oktober. Werden 61 Spiele über 9 Spieltage von Oktober bis Februar gespielt. Also das ist ein ordentlicher Spielplan, den man hier hat. Und Lucky abgefälscht und Mazanek. Mit dem Save Marek Mazanek aus Písek in Tschechien. 28 Jahre jung. Einmal tschechischer Meister bislang in seinem Land geworden. Aber hier macht er erstmal den guten Save. Abonadin Dulic, der Abschied ja bekannt gegeben von den Adler Mannheim. Also da wird sich einiges tun am Kader. Und abseits und die nächste Strafzeit. Wieder eine Strafe gegen Mountfield. Und man hatte ja Ende Mai mit den Gerüchten gehört, dass Bonadin Dulic nach Örebro wechseln wird. Und jetzt haben wir erstmal Mannheim in einer doppelten Überzahl. Scheibe bleibt nicht drin. Markus Eisenschmied am 3. Juni verlängert bei den Adlern. Oh, das war nix, Alter. Oh, Konzentration jetzt ein bisschen hier. Also, auf jeden Fall. Die deutschen Mannschaften. Straubing spielt in der kommenden Saison gegen Genf Servette. München gegen Yves Tampere. Mannheim gegen Grenoble. Ja, und die Eisbären bekommen es mit Lulea Hockey zu tun. Also da sind einige gute Mannschaften dabei. Und Markus Ging bekommt da nicht den Druck hinter die Scheibe, den er braucht. Aber noch hat Mannheim eine Überzahl. Noch ist Mountfield nicht komplett. Vielleicht jetzt die Chance. Und Markus Ging. Markus Ging bringt Mannheim in dieser Partie in Führung. Und der war ganz wichtig für die Adler. Der war ganz wichtig für die Adler Mannheim. Denn jetzt steht es 3 zu 0. Und das ist jetzt eine gute Führung, die Mannheim hier in diesem zweiten Halbfinale mit sich fing. Schön gemacht von Moritz Seider. Jeder, der sich fragt, warum ist da Seider noch da? Warum ist der noch da? Warum ist der nicht da? Champions Hockey League habe ich damals im September, Oktober begonnen. Und der Kader hat sich zwar seitdem aktualisiert, aber nicht bei einem laufenden Modus. Dementsprechend ist da der Kader zu Beginn. Und Moritz Seider mit der nächsten Chance. Ja, Mannheim jetzt in einer komfortablen Situation, die nicht mehr ganz so offensiv agieren zu müssen. Mountfield, die müssen Gas geben, so viel ist klar. Oh, gut gemacht. Aber Dennis Endras
Auch er, ja, immer wieder da. Und es sind jetzt noch wenige Spiele hier bei der Champions Hockey League. Und ein kleiner Hinweis für euch. Die EA Play, die ja dieses Jahr stattfinden sollte, am 11. auf den 12. Juni, jetzt also am kommenden Donnerstag, wurde verschoben um genau eine Woche. Das heißt, sie findet am 18. Juni statt, mitteleuropäischer Zeit, am 19. Juni ab 1 Uhr. Und mögliche Titel FIFA 21, Madden NFL 21 und natürlich NHL 21. Also wir könnten möglicherweise die ersten Infos bekommen. Und das ist ein Konter, der sich so definitiv sehen lassen kann vom Lüneburger Phil Hungerecker. Klasse gemacht. Und auch er wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Adler Mannheim auflaufen. Vertrag bereits in Wolfsburg unterschrieben. Hat 8 Partien in der Champions Hockey League dieses Jahr absolviert. 3 Punkte gemacht. Rookie of the Year 2017-2018 in der deutschen Eishockey-Liga. Phil Hungerecker. Und jetzt macht er hier das 2:0 für die Adler Mannheim. Und das bedeutet, man kann es oben rechts sehen, es steht 4:0 in der Gesamtwertung. Lehtivuori. Auch er wieder mit viel Elan, mit viel Geschwindigkeit. Ja, Mountfield muss sich was einfallen lassen. Das sieht nicht zwingend aus, was Mountfield hier bislang auf dem Eis präsentiert. Einen guten Start hatten sie. Aber dann durch den Treffer, durch das 0:1, etwas nachgelassen an Druck. Schön gemacht. Schön gemacht. Immer wieder nachgesetzt, immer wieder Gas gegeben. Und 5:4 die Schussstatistik. Damit kann man erstmal umgehen. Also Mannheim, komfortable 4-Tore-Führung. Das heißt also, Mountfield muss zu diesem Zeitpunkt 4 Treffer erzielen. Will man zumindest in die Verlängerung, Moritz Seiler. Auf David Wolf und Masanek. Mit Stefan Lukas und Thomas Seidel das Torhüter-Trio. Bei Mountfield. Aber bislang kommen die nicht wirklich zum Zug. Und man spürt's. Mannheim will ins Finale. Und dieses große Finale, das will man sich dann natürlich ebenfalls nicht entgehen lassen. Das will man als Sieger beenden. Ah, Fila und Lercio. Jetzt die Konterchance für Mountfield. Und ganz knapp am Kasten von den Sentras vorbei. Ja, nochmal zum Thema EA Play, 19. Juni. Genau an diesem Tag startet auch mein Let's Play zu The Last of Us 2. Natürlich in 4K. Genauso wie die Folge jetzt hier der Champions Hockey League ebenfalls in 4K erscheint. Zukünftig werden alle Folgen in 4K erscheinen. 6 Minuten gespielt. Wieder die Adler Mannheim. Wieder im Angriff mit Gotsch. Bringt die Scheibe in einem Spitzenwinkel. Sehr gut nach vorne. Mannheim hält die Scheibe da gut drin. Markus King, Torschütze zum 1:0. Ja, Mountfield ein bisschen unter Druck jetzt. Und wieder Wolf. Kämpft gegen Kuckenberg. Aber die Scheibe geht nach draußen. Oh, Winko. Auf Gotsch, sehr schön gemacht. Wolf muss einen harten Check einstecken, aber die Kontermöglichkeit, die ist noch da, auch wenn die Scheibe nicht richtig ankommt. Schade. Hälfte des Spiels ist vorbei. Cervini. Jetzt nochmal Mountfield. Es braucht langsam aber sicher einen Erfolg in dieser Partie. Andernfalls geht man im Halbfinale unter und Masanek erneut mit dem Save. Das sieht wirklich hervorragend aus, was man auf Mannheimer Seite hier zeigt. Kann Mountfield hier immer wieder vom eigenen Tor entfernt halten.
Andererseits macht man seine Sachen richtig. Und Eisenschmied. Zu lange gewartet. Cibulskis, der letzte Besuch. Rekösch. Und wieder geht es in die andere Richtung. Über Dennis Roy. Sehr kompakter Spieler. Bringt eigentlich oder einiges an Kampfgewicht mit sich. Immer wieder gut in der Verteidigung. Immer wieder gut, den Gegner zu stoppen. Der Mann hier mit der Nummer 29. Katic ist da. Aber jetzt Mountfield über Pesuch. Auch hier gibt es wieder kein Durchkommen. Deschardin. Und Katic. Scheibe kommt wieder nicht durch. Kontermöglichkeit für Mountfield. Aber ja, Dennis Indras, auch er natürlich immer wieder noch da. Spieler von Mountfield scheint da verletzt zu sein. Plach da. Bringt den Puck nochmal ran. Letzten Sekunden. Dennis Reul, aber es bleibt beim 2:0 für die Adler Mannheim nach 40 Minuten. Das ist möglicherweise der richtige Schritt in die richtige Richtung. 4:0 im Gesamtergebnis, 8:7 die Schussstatistik, eigentlich relativ ausgeglichen. Aber Mountfield weiß einfach, seine Scheiben da vorne nicht wirklich zu nutzen. Und wir gehen rein in den Schlussabschnitt, wo Mountfield 4 Tore erzielen muss, um überhaupt in die Overtime zu gelangen. Boah, Scheibe schön quer reingelegt. Akta Wolf. Und wenn der reingeht, dann ist das Ding hier vorbei. Sieben zu fünf allerdings die Bulli-Quote für Mountfield, die am Punkt sehr stark heute agiert. Boah, schön Seider, freie Schussbahn, Granak. Und Lassie. Man dann wirklich hervorragend in der Defense. Seider und Akta aktuell. King und Gotch vorne in der Offensive zusammen mit David Wolf. Oh, Scheibe läuft gut. Bis hierhin zumindest. Smolinak. Schön abgelegt und wieder Dennis Indras. Wird das hier die aktuelle Nullnummer? Für Mountfield. Kein eigenes Tor im Halbfinale. Das wäre ganz bitter. 13,5 Minuten verbleiben noch. Machen jetzt allerdings wesentlich mehr Druck als in den ersten 40 Minuten. Kämpfen ums Überleben. Aber bringen die Scheibe nicht wirklich gewinnbringend da vorne rein. Eisenschmied und Masanek. Boah, was ein Fehler. Und den kann er nicht nutzen. Da war er, glaube ich, selber zu überrascht, dass diese Scheibe da rauskommt. Und im Gegenzug wieder Cervini. Aber die Scheibe, sie will einfach nicht über die Linie von Dennis Indras. Schöner Check. Aber Adam jetzt mit der Adam vor allem. Adam auf Randulic. Und das ist der Konter. Und das ist, wenn man sich auf den anderen Spieler konzentriert. Der Check eigentlich völlig in Ordnung. Aber dann freie Bahn für Adam. Und das führt zur offenen Verteidigung. Und das ist das Bittere. Völlig zu Recht der Treffer. Und damit die Entscheidung für die Adler Mannheim, die im Finale stehen dieser virtuellen Champions Hockey League 2019-2020. Lienhardt. Morgen gibt es wieder Playoffs der ersten Back-Eishockey-Liga und der National League. Und am Dienstag gibt es das zweite Halbfinale der DEL2-Playoffs zwischen den Frankfurter Löwen und dem ESV Kaufbeuren. 1:0 führt der ESV nach dem Auswärtssieg in Frankfurt. Oh, schön gemacht von Plachter. Will die Scheibe ablegen auf Ben Smith, aber gut aufgepasst. Aber das ist bitter, das ist ungenügend, diese Leistung, die Mountfield hier zeigt, das reicht nicht. Und man hat sich hier wesentlich mehr vorgenommen auf Seiten des
HK Mountfield oder Mountfield HK. Aber es hat nicht sollen sein. Dennis Endras und die Adler Mannheim bärenstark. Und trotz alledem die Schussstatistik nicht wirklich ausreißend. Nicht wirklich eindeutig auf Seiten der Adler Mannheim, sondern mit 14 zu 11 eigentlich relativ ausgeglichen. Huchtala auf Gatic. Dennis Reul und wieder die Strafzeit. Und das war vielleicht auch der ausschlaggebende Punkt. Diese doppelte Strafzeit zu Beginn des Spiels, die dann schlussendlich zum Treffer von Markus Kink geführt hat. Die eröffneten ja, den Adlern sehr viele Möglichkeiten. Und mittlerweile steht es hier 5 zu 0 im Gesamtranking. Und die Adler stehen hier zurecht im Finale der Champions Hockey League. Boah, Schinko! Und das wäre es jetzt. Was man bei 5 gegen 5 nicht hinbekommt, macht man einfach in Unterzahl. Und wieder Gotsch. Schönen Maß genommen, hat lange Zeit gehabt, da sich die Ecke rauszusuchen, aber dementsprechend auch der Torhüter Gelegenheit, sein Stellungsspiel aufzubauen. Letzte Minute läuft. Larkin. Ja, Spieler sind ausgelaugt, war anstrengend, kräfteraubend. Nochmal Gotsch. Wolf mit dabei. Kriegt die Scheibe nicht exakt genug nach drüben, ansonsten guter Querpass. Lechtivori noch der Einzige und Jingle. Aber wieder geht da der Puck an Dennis Endras nicht vorbei. Nichts zu machen heute für Mountfield. Und dementsprechend auch zu Recht am Ende. Ausgeschieden im Halbfinale. Es kam zu wenig. Lazio, vielleicht doch noch der Ehrentreffer. Aber Dennis Endras hat andere Pläne. Die letzten Sekunden in dieser Partie. Noch einmal Wolf auf Adam. Und Mannheim mit dem Schlusspunkt. Der Treffer von Luke Adam. Und der war wirklich schön rausgespielt. Zuvor die Gelegenheit für Mountfield. Dann aber der Konter. Und Mannheim macht hier kurzen Prozess. Hervorragender Pass von David Wolf. Absolut nichts zu machen. Und das ist schon sehr eindeutig. Und Mannheim beweist, man kann hier international wirklich mithalten. Und jetzt dürfen wir gespannt sein. Wer steht mit den Adler Mannheim im Finale der virtuellen Champions Hockey League 2019-2020? Wahnsinn. Was für eine Leistung. Gekämpft bis zur letzten Minute. Nicht nachgelassen. Und wir werfen einen Blick drauf. Wer steht mit den Adlern im großen Finale? Und so langsam aber sicher kehrt auf Entschuldigung, dem Kanal wieder Normalität ein. Nach der WM, nach den DL2 Playoffs gibt es jetzt endlich auch wieder die anderen Projekte, welches dann abgerundet wird ab übernächster Woche mit The Last of Us 2. Da freue ich mich mega drauf. Das ist wirklich ein Projekt, was mir am Herzen liegt. Und wir gucken mal, wie sieht's aus? Also 6 zu 0 im Halbfinale, das ist schon richtig bitter. Und wir spielen gegen das war, glaube ich, ein knappes Ergebnis. Gegen Shelleftea. Das Finale der virtuellen Champions Hockey League. Und wir sehen's. Das große Finale gegen Shelleftea. So sieht's aus.
6:3 haben die sich gegen den SC Bern durchgesetzt, die bis ins Halbfinale vorgerückt sind. Am Ende hat es auch für die nicht sollen sein. Ich bin gespannt drauf, wir sehen's. Im Laufe der Woche werden wir das große Finale zeigen und dann wird sie herausstellen, schaffen wir am Ende hier wirklich diese Champions Hockey League zu gewinnen. Es waren schwere Spiele, es waren harte Gegner und einer steht noch vor uns, nämlich Shelev Tia. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben würde mir sehr helfen. Danke für die Unterstützung, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.